Ein Wochenende lang wird der Machtwenker Stadtplatz zum kulinarischen Genussplatz. Wir sehen uns für Sie beim Streetfood Festival um. Die Idee für das Streetfood Festival kommt von euch. Wie ist die entstanden? Ja, wir haben selber mit unserem Foodtruck Frau Knolle so begonnen, dass wir eben Festivals besucht haben. Es hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, das darf nicht nur in Wien und in München sein, sondern das muss auch nach Machtwenk kommen. So ist die Idee entstanden. Der Name Frau Knolle ist bei uns Programm, also es dreht sich bei uns alles um die Kartoffel. Unsere Spezialität ist die Spiralkartoffel, die wir in der Tüte anbieten, die wird auch live im Foodtruck geschnitten, frittiert und gesalzen. Dann wird es ausgegeben und ist bereit zum Verköstigen. Paul, was sind die Highlights des heutigen Streetfood Festivals? Ja, die Highlights sind auf jeden Fall die Foodtrucks, das ist klar, wo es verschiedene internationale Köstlichkeiten gibt und als Highlight war gestern bereits die Band Zwirn, super österreichische Musik gespielt, hat die Leute sehr mitgerissen. Heute haben wir einen DJ zu Gast, der dann um 20 Uhr auflegen wird. Zuvor machen wir unsere Vereinsjuwele, wo wir einfach das Ganze ein bisschen ins Laufen bringen. Mit über 20 Vereinen, die um 2.500 Euro spielen. Mit ein paar Glücksspielen, die ich vorbereitet habe. Aber so bringen wir gleich einmal mit 100, 150 Menschen um 17 bis 19 Uhr einiges in Bewegung. Morgen ist dann der lokale musikalische Part mit den Vitamins, mit dem Meier Sigi. Mit einem Frühschoppen und ja, mal schauen, ob er wieder bis nachmittags dauert. Und ja, permanent gibt es gutes Essen, gutes Trinken. Und man hat auch gestern schon gesehen, die Leute sind richtig heiß drauf, ja, Zeit miteinander zu verbringen und sich unterhalten zu lassen. Was gibt es da heute Leckeres? Ja, bei uns gibt es die Holzofenstangerl aus dem Holzbackofen mit verschiedenen Belegen, Schinken, Salami, vegetarisch, Speck, Zwiebel, genau. Auf die Art wie eine Pizza gemacht, nicht damit reinen Trockenteig. Es riecht hier sehr gut am Feuer. Was hier wird hier gebraten? Ein Surbraten wird von Schwein. Ja. Und selber würzen tun wir das, selber suchen und das alles. Ja. Was gibt es an Beilagen dazu? Ein Kraut, Barbecue-Sauce, Senf oder Ketchup und ein Weckerl dazu. Ja. Welche Varianten gibt es bei den Waffeln? Wir haben eine ganz große Auswahl von Brüsseler Waffeln, Babelwaffel, etwas Neues und Waffel am Spieß. Ja, mit verschiedenen Soßen, so wie Mango, Schoko, Vanillesauce, mit Vanilleeis auch. Ihr bietet das Bio-Angersprint an. Was ist da besonders dran? Es ist, die Rinder können sich frei bewegen auf der Herde, sie werden nie eingesperrt, ein ganzes Jahr, sie sind immer draußen. Und der Angusrinde ist das einzige Rind, was Omega-3-Fettsäuren herstellt, genetisch harmlos, ist eigentlich wie ein Kuscheltier, ein größeres kann man sagen. Und das ist einfach vom Fleisch her, es ist eine ganz andere Qualität. Was ist das Geheimnis einer guten Paella? Das Geheimnis einer guten Paella ist mit viel Liebe kochen, weil das andere ist praktisch mechanisch. Es gibt auch einige Spiele für die Kinder. Was zum Beispiel? Ja, ich habe es gesagt, die Vereinsjuwele spielen wir immer im Zusammenhang mit dem Streetfood Festival. Man kann Danke sagen an die Jugendarbeit der örtlichen Vereine und ein paar Auswärtige sind dabei. Die werden von mir Essen und Trinken eingeladen beim Streetfood Festival. Und nebenbei geht es um Preise im Gesamtwert von 2.500 Euro für die lokale Jugendarbeit. Und ja, dann machen wir 50 Spiele. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es immer ein bisschen was Wissenswertes gibt über Machtwenk, über verschiedene Themen, heißt das Thema Umwelt ein bisschen im Fragenkatalog drinnen. Aber im Prinzip geht es um ja, Glücksspiele, wo es immer einen glücklichen Gewinner gibt. Ihr seid die Gewinner? Was werdet ihr mit dem Geld machen? Ja, wir werden es definitiv wieder in Werkzeug investieren. Heuer wahrscheinlich auch in ein, zwei Grillereien, die wir sie jetzt natürlich auch schon leisten können. Und das wird dann, sagen wir so, wir werden es genießen, dass wir ein bisschen was kriegen. Und natürlich ist es auch schön, wenn wir dann ein neues Werkzeug haben oder wenn wir sich ein paar Sachen für die Bude dort kaufen können. Ist aber fesch. Von süß bis sauer. Wir haben uns für Sie durchgekostet. Und wenn Sie selbst heuer nicht dabei waren, nächstes Jahr ein absolutes Muss.